Hallöchen und willkommen zurück in den Katakomben von Kaldrion. Naja, Katakomben sind das ja hier nicht gerade. Nee, wir sind hier im Garten von Kaldrion. Oder was auch immer das hier sein soll. Das ist wirklich, wirklich überraschend. Damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet, dass wir im Freien gelandet sind. Naja, es ist auf jeden Fall Level 6. Ich guck mal eben auf die Karte, um mich zu orientieren. Okay, wir sind ziemlich weit südlich. Mittig der Karte. Gut zu wissen. Ich glaube, am klügsten wäre es, wenn ich mich hier so am Rand halte, irgendwie, ne, um mich zu orientieren. Ja, das machen wir auch. Also, dann mal los. Attacke. Schauen wir mal, was hier los ist. Ah, guck mal, da geht's schon, ist schon zu Ende. Da ist irgendwie Gestrüpp. Hallo. Was ist das? Was zum Teufel? Hallo, was ist das? Ein Blob. Ein Blob. Ich werde von einem Blob angegriffen. Das gibt's doch gar nicht. Boah, der hat's mir aber gegeben. Mein Gott. Ein Blob. Okay, dann ich pass mal lieber auf hier, ne? Der hat irgendwas verloren, guck mal. Kann ich das aufsammeln? Nee. Um Gottes Willen. Ein Blob. Oh Mann, ich glaube, ich nehme mal besser hier so ein Heilungsgift. Ah, und noch eins. Komm, hier bin ich wieder auf 62. Okay. Wo kam der denn her? Ich meine, ich hab's kurz gehört. Ne? So ein schleimiges Blob. Und dann war er auf einmal da. Hier ist Enzian. Kann ich den einsammeln? Da fliegt was, guck mal. Da oben fliegt was. Oh mein Gott. Hoffentlich werde ich jetzt nicht auch aus der Luft angegriffen. Kann ich das einsammeln? Den Enzian? Nee. Kann ich den kaputt hauen? Auch nicht. Hätte ja sein können. Und wenn ich mich bücke, so vielleicht? Auch nicht. Naja. Gut, da ist auf jeden Fall ein rotes Gift. Oh, und noch ein Blob. Oh, der hängt da fest. Ah, das ist gut. Wenn er da festhängt, kann er mich nicht angreifen. Ich glaube, ich duck mich mal ein bisschen. Vielleicht kann ich ihn da besser erwischen. Ha, haha. Nee, gar nicht. Hallo. Oh, ich habe das Gebüsch erschlagen. Aber ich wollte doch den Blob erschlagen. Nicht das Gebüsch. Oh nein. Boah, ist er schnell. Ah, los, komm, 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 komm. Und... Oh mein Gott, daneben. Und... Komm, du Blob. Erledigt. Gottes Willen, das darf doch alles nicht wahr sein. Oh Mann. Ich schnappe mal schnell hier den Trank da hinten. Ich habe das Gebüsch erschlagen. Gut zu wissen, ich kann die Gebüsche erschlagen. Ja, das ist eine gute Information. So. Kann ich die anderen Gebüsche auch erschlagen? Nee. Wohl nur ausgewählte. Auserwählte Gebüsche. Quasi die Gebrauchten. Das war ein gebrauchtes Gebüsch. Ja, und ich habe das Gebüsch gefällt. Mittels eines Herings. Nein, es war ein Morgstern. Ein mächtiger. Schön, das freut mich sehr. Okay, dann gucke ich mal weiter. Hier ging es weiter an der Wand lang. Ich orientiere mich mal weiter hier an der Wand. Besser ist das. Da ist noch ein Blob. Ich sehe ihn aus der Ferne. Okay, einmal bücken. Ich glaube, so ist ganz gut. So komme ich besser an das Vieh ran. Komm her, du Blob. Los, komm. Ich werde dich erschlagen. Gut, vielleicht muss ich erstmal das Gebüsch hier wieder beseitigen. Mache ich das mal. Los. Nee. Nochmal. Nee, auch nicht. Wie kommt der Blob denn da raus? Komm. Komm, du Blob. Kann doch nicht wahr sein. Oder vielleicht das Gebüsch? Vielleicht ist das gebrauchte Gebüsch? Nee, auch nicht. Komm raus da, du dreckeliges... Was ist das, ein Maulwurfshügel? Ich weiß es nicht. Nee, es könnte sein, das sieht aus wie Reste eines Lagerfeuers oder so. Hochinteressant. Na? Ah, das klingt nach kaputt gehen. Ja. Da ist der Blob. Ja.
Und nochmal drauf. Komm. Und nochmal, komm. Nochmal, ja. Oh nein, ja, erwischt. Ich habe ihn erledigt. Hm. Oh Mann. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich gehe nochmal hier die Mauern ab, ne? Wegen Geheimgänge, ihr wisst schon. Sehr wichtig. Sehr wichtig, dass ich die Geheimgänge, wenn es die denn hier gibt, entdecke. Ich höre irgendwas. Hört ihr das? Irgendwas ist da. Das klingt nach Feuerzauber oder so. Oh oh. Oh oh. Moment, ich gucke nochmal eben auf die Karte. Okay, nach Geheimgängen sieht das jetzt hier nicht aus. Nee, nicht zwangsweise. Okay, dann mal weiter. Hallo? Die Wand schön an der Wand lang. Hier ist irgendwie so ein Bauwerk. Hm. Und was ist hier? Hallo? Ah! Hier beginnen also die Dungeons, ja? Ah, guck mal, dahinter sind Teleporter. Die drehen sich im Kreis. Das ist ja abgefahren. Und irgendwas Grünes. Guck mal, da ist so ein Atomic End. So eine Riesenameise, genau. Und ein Schloss. Okay. Also muss ich einen Schlüssel finden. Ach, das ist wieder kombiniert. Ganz ausgezeichnet. Ja, so bin ich. Ausgezeichnet. Warte mal, da ist noch was. Ein Blob. Ein Blob. Ich hab's doch gewusst. Komm her. Ein Blob. Boah, die Viecher sind echt lästig. Muss nicht wahr sein. Da hinten ist noch ein Blob. Guck mir erstmal das blaue Gift hier. Komm. Ja, zack. Kann ich die Gebüsche kaputt machen? Nee. Auch nicht. Da hinten ist aber noch ein Blob. Ja, den kralle ich mir. Wo ist er da? Da in der Ecke. Moment, erstmal ein Schlückchen Kaffee. Das ist wieder so aufregend. Hohoho. Hm. Ah, so. Jetzt aber. Der Blob. So, los. Na, das Gebüsch ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ist es das Gebüsch? Nein. Dann muss es das Gebüsch sein. Und los. Auch nicht. Hallo? Hallo? Du dreckeliger Blob. Ich will dich doch nur ein bisschen erschlagen. Das gibt's doch gar nicht. Welches Gebüsch ist es denn? Ah, das Gebüsch ist es, gut. Und los. Komm her, du Blob. Ja, eins. Und zwei. Nee, nochmal. Ja, nee, er steht noch. Oder er läuft noch. Oder schleimt noch rum. Je nachdem. Er lebt immer noch, das gibt's doch gar nicht. Hallo? Oh, wo bist du denn? Gott, oh Gott, oh Gott, da ist es. Oh mein Gott. Schleimende Blobs. Alles klar, so, hier ist der rote Trank. Rot ist, glaube ich, für die Stärke, ne? Genau. Oder für Armor? Armor war, glaube ich, grün. Dann ist rot für die Stärke, genau. Da habe ich jetzt 12. Oh, da fliegt schon wieder was. Das sieht aber auch aus. Gott, hoffentlich werde ich hier nicht von irgendwelchen fliegenden Geräten hier angegriffen. Das wär's doch. So, hier ist ein anderes Gebüsch. Kann ich das irgendwie kaputt kloppen? Nee. Hm. Naja. Okay, dann gehe ich mal weiter hier die... Da ist noch ein Blob. Ich muss mich eben zur Orientierung nochmal auf die Karte stürzen. Okay, alles klar. Okay, okay. Okay. So, du Blob. Komm her. Du bist der Letzte, so wie es aussieht. Ah, der Baum ist es. Ich hab's schon gehört. An dem dumpfen Schlag. So, na. Na? Ja. Komm her. Blob, du. Nein. Komm. Ja. Und nochmal, nochmal, nochmal. Und ja. Noch einmal, dann habe ich dich. Na. Komm schon.
Mein Gott, der hält ja voll was aus hier. Nochmal draufschlagen. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Gott, der hat mich ganz schön Energie gekostet. Das darf doch nicht wahr sein. Diese Blobs sind echt gefährlich. So. Okay, aber wo ist jetzt dieser Schlüssel? Seltsam. Moment, ich gehe noch mal eben hier die Mauern noch mal ab. Okay. Hier komme ich wahrscheinlich nicht zwischen, ne? Nein. Die gehen auch nicht kaputt. Ja, dann vielleicht... Oh, da ist ein Brunnen. Irgendwas höre ich da. Das ist ja wirklich... Ich nehme mal lieber noch ein blaues Gift. Ja, okay. Und vielleicht mal ein rotes. Ach nee, guck mal, das rote ist für Armor, für die Rüstung. Gut zu wissen. Okay, okay. Jetzt bin ich aber ganz schön gerüstet, muss ich sagen. Ja, doch. Okay. Hier bin ich, glaube ich, gestartet, ne? Genau, hier liegen noch die Überreste der Blobs. Und da ist noch ein blaues Gift. Das hole ich mir auf jeden Fall. Nein. Gehen die hier kaputt? Nö. Einen Blob haben wir hier nicht. Nein. Jetzt wieder... Oh, guck mal. Ist das der Schlüssel? Oder was ist das? Ja, tatsächlich. Der lag hier einfach so rum. Ist ja ein Ding. Na gut. Halt, guck mal. Da ist doch noch irgendwas, oder? Was ist das? Was ist das? Das Stöcker oder so? Irgendwelche Stöcker? Oder ein... Das ist ein Zeichen? Wo zeigen die denn hin? Da ist ein Stein. Kann ich den kaputt hauen? Ja, ich probiere das erstmal aus hier. Ne, irgendwie... Man weiß ja nie. Das Spiel ist tückisch. Nee. Okay, dann gucke ich mir aber diesen Brunnen da an. Das sieht auch interessant aus. Hallo. Ein Brunnen, der nichts zu bedeuten hat, aber doch ganz schick aussieht. Ja, schick ist er. Hat nur nichts zu bedeuten. So ein Ärger. Naja, hätte ja sein können. Ne? Na gut, dann werde ich mal... Ich gucke mir mal erstmal den Schlüssel an, den ich da gefunden habe. Guck mal hier. Wut. Wut. Aus Wut. Okay. Ja, und hier ist dieses Symbol aus dem letzten Dungeon. Szenario da. Okay, dann kralle ich mir das Gerät hier mal. So. Und setze den mal da ein. Aber ich glaube, ich sollte vorher einmal abspeichern. Ne? Bevor irgendwas Schlimmes passiert. Ja, ich glaube, das tue ich auch mal besser. Einmal, na, komm her, einmal abspeicheln. Okidok. Naja, dann erstmal hier Schlückchen. Oh Mann. Ja. Eieiei. Ich guck mir das aber vorher nochmal hier an. Ja, da kommt, also ich wette, da kommt gleich diese Ameise hier rausgestürmt wie eine Irre. Da bin ich mir ganz sicher. Das wird, glaube ich, ein Kampf. Ich guck nochmal auf die Karte. Ja, ich habe eigentlich soweit alles aufgedeckt. Wo da hinten links könnte ein Geheimgang sein. Könnte. Könnte. Ja, Freunde, ich guck mir das erst nochmal an. Ich guck mir das erst nochmal an. Das muss jetzt sein. Echt jetzt. Vielleicht... Da fliegt schon wieder so ein Ding. Ja. Hier, in der Ecke. Da. Da könnte ein Geheimgang sein. Auf der Karte sah das ungewöhnlich aus. Wie komme ich denn da nochmal hin? Wo war denn das gebrauchte Gebüsch? Ach, da. Hier. Das sah hier verdächtig aus. Nee. Nee. Leider nicht. Nee, man will mich hier verscheißern. Haha, verkohlen. Nicht mit mir. Nein. So, dann. Dann mal los. Der Schlüssel. Rein damit. Na? Er will nicht. Warum denn nicht? Hallo? Oder nach oben? Muss ich mich nach oben recken irgendwie? So?
auch nicht. Seltsam. Warum geht denn das nicht? Irgendwas muss ich damit machen. Da hat der Brunnen damit was zu tun? Oder die Stöcker? Das ist ja ein Ding. Wo war denn der Brunnen jetzt nochmal? Hallo? Da. Hat der was damit zu tun? Tatsächlich. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Was ist das für ein krankes Geräusch? Ah, okay. Der Gold Key. Hab's doch gewusst. Das war gar kein Schlüssel. Nein. Da sitzt... Ah, jetzt weiß ich, wo Oskar der Buschmann ist. Der ist, sitzt da unten im Brunnen. Und ich sollte das Holzteil gegen den Gold Key tauschen. Ja, das ist ja clever. Ne? Clever. Ah, ein cleverer Buschmann. Schön. Das freut mich sehr. So, jetzt aber. Jetzt geht's in die Dungeons. Eieieiei. Okay, und los. Und, kommt das Vieh? Komm raus, du. Du Pillemann. Da ist er, guck mal. Ja, komm her. Komm. Ich hau dich. Ja. Und nochmal. Ja, hab ich dich. Du Dreckeliges. Was ist denn jetzt hier mit den... ja. Warte mal, ich guck mich erstmal um. Da ist ein Zauberspruch oder so, eine Schriftrolle. Naja, ich guck mal da oben. Ich muss mich erstmal hier umgucken. Sonst wird's, glaube ich, gefährlich hier. Ich guck mich erstmal um. Erstmal hier an der Wand rumdrücken. Was ist hier? Ah, guck mal, da ist was. Ein Rubin. Ja. Ein roter. Und ich höre Feuerbälle. Ein roter Rubin. Da ist noch einer. Oder Steinchen, ne? Genau. Noch einer. Zwei. Ui. Guck mal, ich bin auf Stufe 8. Wow, das ist ja hier... Ja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich muss diese Teleporter betreten. Irgendwie. In der Hoffnung, dass sie mich hier irgendwie sinnvoll wegbringen. Hm. Ja. Okay, oder ich versuche erstmal daran vorbeizulaufen. Ja, hat geklappt. Only run is the right. Ah, spinning around. Choose the height. Ja, also nur einer. Nur ein Teleporter ist der richtige. Hm. Spinning around. Das ist fies. Das ist wirklich fies. Welcher ist denn der richtige? Hm. Ja, ich kann nur raten, ne? Hm. Nehme ich den. Und los. Na, der war's nicht. Hm. Dann der vielleicht? Ah, okay. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Oh nein. Scheiße. Verflucht. Ein Feuerball. Nein. Aua. Aua, aua, aua. Was sollte das denn jetzt? Was sollte das denn jetzt? Was sollte der Quatsch denn jetzt? Mensch. Okay, dann nochmal. Oh, das ist eine Falle. Na, dann war es ja wohl auch nicht der Richtige. Hm. Dann der vielleicht? Ich wieder hier oben. Das gibt's doch gar nicht. Ist hier irgendwie ein Geheimgang irgendwo? Nein.
Hier vielleicht? Nein, aua, aua, aua. Und tot. Also nochmal das Ganze. Erstmal zum Brunnen. Mir von Oskar den Schlüssel geben lassen. Wo war der denn jetzt nochmal? Da, genau. Ja. Ja, komm hoch damit. Hoch, 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 da ist er. Gut. Dann das Mistvieh da wieder erschlagen. So. Okay. So, komm. Komm, du Ekelhafter. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Na. Will er nicht. Er muss. Los. In den Staub. Okay. Alles klar. Beziehungsweise nicht. Mensch, wie soll ich das denn? Wie soll ich das denn machen hier oben? Mit dem Feuerball da. Und wenn ich in den Teleporter da oben steige, der schickt mich wieder runter. Seltsam. Also wirklich seltsam. Naja, schnapp mir erstmal hier wieder diese roten Steinchen. Die werden in jedem Fall irgendwas zu bedeuten haben. Okay. Auf der Karte war jetzt, glaube ich... Was höre ich denn da immer? Nee, Geheimgang ist da nicht. Ja, sein können. Nee. Tja. Ja, ich könnte mir das nur so erklären, dass ich da wieder so durchrennen soll oder so. Könnte natürlich sein. Ich lasse mal den Kartenzeichner an. Ich speichere erstmal hier nochmal ab. Einmal abspeicheln. So, und dann probiere ich das mal aus. Also einfach mal durchlaufen. Und los. Aha. Okay. Alles klar. Und wieder durch. Nee, das war's nicht. Oder vielleicht muss ich von den Seiten da rein? Und da? Aber die drehen sich ja sowieso immer im Kreis. Wisst ihr, was mich irritiert? Dass die oben und unten sind. Ne? Die sind auf verschiedenen Ebenen. Seht ihr das? Die sind alle ein Stückchen höher. Da ist ganz hoch. Also fast hoch. Und der ist ganz oben, der jetzt kommt. So. Und der hier, der ist ganz unten. Probiere ich den mal. Ganz unten schickt mich nach hier oben. Okay. Und der schickt mich wieder runter. Nee, gar nicht. Oh Gott. Oh mein Gott, was soll denn das? Oh nein. Oh Gott. Sterbe ich wieder hier oder was soll das? Der lässt mich hier nicht weg. Warum lässt er mich denn nicht weg? Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt nichts. Das darf doch nicht wahr sein. Kriege ich denn das Geländer irgendwie kaputt oder so? Nee. Auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist wie ein Gefängnis hier oben. Nee, jetzt bin ich wieder tot. Ja, der kommt jetzt gleich wieder, dann bin ich tot. Das war's. Das darf doch nicht wahr sein. Tja. Schwierig. Ich habe zwei von diesen roten Steinen gefunden. Hat das irgendwas hier mit den Feuern zu tun vielleicht? Mit diesen Feuerstellen? Nee.
Guck mir noch mal dieses Schriftstück da an. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Only on is the right. Spinning around, choose the height. Den höchsten? Welcher ist denn der höchste? Der, nicht der, sondern der andere. Der. Hallo? Jetzt bin ich wieder hier. Ach, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Also das ist hier jetzt echt, das ist aber echt schräg hier. Was ist das denn für ein Rätsel? Only on is the right. Spinning around, choose the height. Ich soll die Höhe wählen. Ich soll die Höhe wählen. Das kann doch nur was damit zu tun haben, dass die Teleporter hier in unterschiedlichen Höhen sind. Das ist, glaube ich, der höchste. Aber das hatte ich doch gerade schon. Das ist der niedrigste? Tja. Geh noch mal hier die Wände ab. Was zeigt denn die Karte da an der Stelle? Wozu lagen hier die roten Steine? Mensch, das muss doch irgendwas bedeuten. Ja. Only on is the right. Spinning around, choose the height. Wählen Sie die Höhe. Nur auf. Nur auf ist das Recht. Herumspinnen, wählen Sie die Höhe. Klingt schon irgendwie ein bisschen seltsam, ne? Tja, sehr seltsam sogar. Was für Zaubersprüche habe ich denn? Na, mal gucken hier. Also, ich habe Wunden heilen, Licht, Speed und Hastezauber. Guardian Drohne und Static Light. Tja. Ah, Feuerballresistenz könnte ich gebrauchen. Ja, das wäre schön. Tja. Ja, nee, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Verflucht. Nee, ich muss es durchprobieren. Das bringt doch alles nichts hier. Also, ich warte mal, bis der Kleinste wieder hier ist. Und dann muss ich es einfach durchtesten. Bringt ja alles nichts. So. Na komm. Jetzt kommt der Kleine. Also der Niedrigste. Und rein da. Na, jetzt bin ich wieder hier oben. Und jetzt bin ich wieder draußen. Hm.
Okay. Das ist der kleinste gewesen. Das ist dann der nächsthöhere. Oh. Und? Wieder raus. Okay. Dann, das war der kleine. Das war der nächsthöhere. Dann noch eine Nummer höher. Den probiere ich jetzt. Komm. Oh. Okay, rein da, rein da, rein da. Jetzt bin ich wieder draußen. Okay, dann kann ich jetzt nur den ganz hohen nehmen. Was auch immer das bedeuten soll. Also, ja, die zweite Nummer. Die dritte Nummer. Und jetzt kommt der ganz hohe. Und drin. Aha, okay. Alles klar. Jetzt bin ich hier. Wo auch immer das ist. Oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Sekunde. Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Da ist ein Teleporter. Da bleibe ich mal lieber weg. Erstmal. Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Da ist. Da passt was rein. Lass mich raten. Einer von den roten Steinen passt da rein. Gut. Oh Mann. Aufregend. Haha. Ich speichere ab. Ich abspeichern. Oh Mann. Ja, abspeichern ist sehr wichtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Erstmal hier Schlückchen. Schlückchen Kaffee. Ach Mensch. So. Okay. Jetzt stelle ich am besten mal den Kartenzeichner ab, damit ich ein bisschen schneller. Und dann kann ich hier vorbei. Eins, zwei, drei. Oh, erwischt. Egal. Hier passt das rote Ding rein, hoffe ich. Ja. Okay. Und es ist irgendetwas aufgegangen. Hm, keine Ahnung was. Okay. Und ja, so. Aktiviere ich mal den Kartenzeichner. Und auf die Karte gucken. Ah, da bin ich jetzt. Okay. Moment, ich suche hier erstmal die Wände ab. Ich will hier nichts übersehen. Na, da jetzt vielleicht nicht. Oh, da sind jetzt zwei Teleporter. Och, muss das denn sein? Ich glaube, der ist neu, ne? Kann das sein? Ja. Okay. Ich nehme mal lieber den neuen. Nicht, dass mich der alte wieder dahin bringt, wo ich war. Da will ich jetzt nicht unbedingt nochmal hin. Ne, hier zu diesem komischen Rätsel da. Ich nehme mal den, oder? Ist das weise? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, ich versuch's. Also, warte mal. Halt, stopp. Also, ich nehme jetzt den in der Nische. Okay, komm, los. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Hilfe! Oh, Feuerball. Oh, da ist ein Knopf. Und da passt der nächste Stein rein. Okay, dann gehe ich erstmal zu dem Knopf. Was hat der Knopf jetzt bewirkt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Ich muss dahin. Okay, da passt. Da ist noch ein Knopf. Lass mich raten. Ich muss beide Knöpfe drücken, damit der Ausgang offen. Also der nächste, die nächste Ebene, wo ich hin muss, offen sich öffnet. Okay. Ja, macht Sinn. Okay, also erstmal hier, den nächsten Stein. So. Rein da. Ah, okay. Das hat sich hier geöffnet, ja? Guck mal, da ist das nächste Bruchstück. Oh. Und eine Zauberwand. Gut.
Ah, ich habe das nächste Buchstück. Warte mal, erstmal gucken, wie heißt das überhaupt? Das, nein, halt. Nein. Och, Mensch. Freunde, wie heißt das? Ich muss das wissen. Das letzte war Senerda. Das ist Dargon. Geheimnisvoll. Dargon. Ja, scheiß die Wand an. Dargon. Gut, gibt's hier eine Zauberwand? Nö. Gut, pass auf. Ich muss schnell sein. Ja, Kartenzeichen auf jeden Fall aus. So. Okay, und dann ein Geschwindigkeitsgift. An den Hals, ne? Okay, und auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, na. Ach, hätte ich mal abgespeichert. Okay, also nochmal diese Show, ja? Na gut. Gut, hier sollte ich vielleicht auch erstmal den Kartenzeichner abstellen. Eins, warte mal. Nee, ich nehme hier doch ein Geschwindigkeitsgift. Okay, und... Ach, da hat nichts gebracht. Naja, egal. Ha, rein damit. So, da geht die Tür auf. Und da muss ich jetzt rein. Jetzt kommen da immer zwei. Boah, ist das fies. Alles klar, so. Und rein hier. Alles klar. So. Jetzt öffne ich erstmal den Weg mit dem Steinchen. Na, mit dem Steinchen, habe ich gesagt. Da, mit diesem Steinchen. So, und zack. Jetzt ist hier wieder der Weg aufgegangen. Ach so, verstehe. Verstehe, das Symbol hier, das erscheint erst, hier das nächste, wenn ich da hinten auf den Knopf trete. Boah, das ist aber fies. Obwohl, es geht eigentlich, dann muss ich nicht beide betätigen. Ja, gut, da muss ich nicht ganz so schnell sein, ist gut, okay. Komm, rein. So, jetzt müsste... Das Bruchstück des Rades von Talmar wieder erschienen sein. Jetzt gehe ich hier wieder raus und gehe auf den anderen Knopf. Dann müsste nämlich diese Zauberwand verschwunden sein. Nicht wahr? Genau. Was ist denn da hinten? Ist da noch irgendwas drin? Ich weiß es nicht. Egal. Also. Und... Los. Ach Gott, ach Gottchen. Wollt ihr mich denn alle verkohlen hier? Also wirklich. Mann. Echt jetzt. Okay. Also nochmal das Ganze. Erstmal Schlückchen. So, sind das eins, ne, es ist immer nur einer, ne? Aber gerade kamen da noch zwei raus, ne? Das war doch so ultra fies. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. So. Ja, der hat mich erwischt, ist egal. So, zack. Dann nehme ich ein blaues Gift, egal. So. Kartenzeichner aus. Und los. Kartenzeichner an. Oh Mann, okay.
So, dann werde ich hier nochmal abspeichern. Warte mal, ich gehe hier erstmal oben auf den Knopf. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, weil dann geht nämlich, dann kommt hier, ihr wisst schon, ne? Dann kommt das Bruchstück des Rades von Talmar. Genau, das erscheint dann. So, und hier werde ich erstmal abspeicheln. So. Ja, und jetzt aber. Raus hier, runter hier. Ja, es ist doof, dass der Teleporter genau da ist, aber es ist ja, was soll ich sagen. So. Na. So, jetzt müsste, wenn ich da drauf gehe, dann die magische Wand verschwinden. So. Und jetzt muss ich das Teil da einsetzen. Na, komm schon. Hier, das Teil. So. Und zack. Nee, hat nicht geklappt. Warum hat das denn nicht geklappt? Hab ich irgendwas vergessen? Hab ich irgendwas vergessen? Momentchen mal. Kann doch nicht sein. Das ist Zenerda. Aber ich hatte doch noch den nächsten. Irgendwas habe ich übersehen. Nee, da ist auf der anderen Seite. Guck mal. Seht ihr das da? Es schimmert auf der anderen Seite. Boah, das ist ja fies. Das ist ja gemein. Komme ich denn da jetzt hin? Da ist es. Ah, verstehe. Ah. Zack. Okay, jetzt muss ich irgendwie auf die andere Seite kommen. Moment, wenn ich jetzt nochmal da drauf steige, vielleicht? Ich muss den Teleporter ja hier dann hier hinholen. So. Ist jetzt der Teleporter hier? Ne, jetzt ist er wieder weg. Da war vorhin Teleporter. Wieder so ein Rätsel. Ein Rätsel. Momentchen mal. Auf der. Oh, da hinten ist wieder was frei. Ah, verstehe. Moment. Erstmal hier wieder drauf treten. Ist jetzt der Teleporter wieder da? Ja, jetzt ist da hinten der Teleporter. Okay. Jetzt muss ich hier rüber. Nee, doch nicht. Was verflucht. Verdammt nochmal. Wenn ich hier drauf trete, was passiert dann? Och. Och. Nee, jetzt ist das Tor auf, aber der Teleporter ist weg. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt? Nee, jetzt ist gar nichts. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da jetzt rein, jetzt bin ich wieder draußen. Na wunderbar. Großartig. Psst, toll. Das war ein Ärger. Nee, ich muss irgendwie da durch diese Zaubertür kommen. Nur wie? Okay, dann erstmal wieder in den größten rein. Das ist Nummer 2. Das ist Nummer 3. Und das ist der größte. Hinein. Okay.
Und da bin ich das letzte Mal reingegangen. Was ist, wenn ich hier reingehe? Dann bin ich wieder draußen. Okay, alles klar. Das ist der fast größte. Das ist der größte. Alles klar. So, dann nochmal. Nee, das muss ja was mit diesen Schaltern zu tun haben. Geht ja gar nicht anders. So, wenn ich hier reingehe, lande ich wieder draußen. Dann hat das doch was mit diesen Schaltern zu tun. Ja. Für einen Hastezauber habe ich nicht genug magische Energie. So, jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. So, wenn ich jetzt auf diesen draufsteige, was passiert dann eigentlich? Keine Ahnung. Es macht auf jeden Fall gleich Bing. Und dann war es das wieder. Ne? So, Bing. Keine Ahnung. Bing. Und nochmal. So. Erstmal das Teil hier wieder rein. Na. So. Jetzt geht hier das Teil auf. So. Jetzt muss ich da auf das Knöpfchen treten. So. Dann erscheint da nichts. Doch, da ist das Bruchstück. Alles klar. Okay. Nochmal drauf treten. Ich raff das gerade hier überhaupt gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Darf doch nicht wahr sein. Nochmal drauf treten. So. Und? Nee. Bing. Ich muss irgendwie diese magische Barriere da wegkriegen. Na. Nee. Das darf doch nicht wahr sein, Mensch. Da ist es immer noch. Das Bruchstück. Da muss ich doch beide schnell hintereinander betätigen. Ich versuch's nochmal mit dem Geschwindigkeitstrank. Moment, ich speichere erst vorher ab. So. Und dann. Eins, zwei, drei. Zack. Na, oh, ich fass es nicht.
Das macht mich jetzt hier echt fertig. Schlückchen Kaffee. Okay. Also nochmal. Geschwindigkeitstrank. Ja. Ey, guck mal, da ist doch noch ein Gang. Ich sehe das doch. Ich versuche da mal mein Glück. Na komm schon. Oh, da ist noch ein Knopf. Okay. Was hat der denn jetzt bewirkt? Gottes Willen, da ist ein Schlüssel. Oh mein Gott, was war das jetzt? Nee. Kein Schlüssel. Ich weiß nicht, was das war. Oh Gott. Was ist jetzt hier? Nix. Ich Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Tja. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge ich die betätigen soll, die drei Schalter. Mensch, und ich habe nicht genug blaue, aber für Speed hätte ich genug, oder? Zwei rote, zwei grüne. Na, zwei rote, zwei grüne, ja, das könnte funktionieren. Aber ich weiß immer noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das dann betätigen soll. Das ist doch ein Schlüssel, oder nicht? Sieht aus wie ein Schlüssel. Das ist ein Grafikfehler, ich weiß es nicht. Nee. Glaube ich nicht, dass das ein Grafikfehler ist. Das ist der Schlüssel. Okay. Da ist er wieder. Ja, sag doch, was hat das zu bedeuten, Mensch? So, und da ist noch ein Schalter. Der Schalter ist, der ist schon getreten. Der ist dauerhaft getreten. Okay. Alles klar, den muss ich also nur einmal betätigen. Das ist doch schon mal was. Okay. Gut zu wissen. Das darf alles nicht wahr sein. Okay, den hinteren Knopf, den habe ich ja dann schon betätigt, ne? Zu diesem Zeitpunkt. Alles klar. Betätige ich das Ding? Gottes Willen, ey. Das Ding? Ja. Und wie sieht's aus? Nicht gut. Nicht gut. Wie? Das darf doch alles nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Rätsel, ey? Gottes Willen.
ist wieder. Da ist wieder das, das Teil. Hm. Jetzt ist es wieder weg. Das ist doch alles nicht. Ich verstehe es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ist es jetzt da? Nee. Doch, da ist es. Da. Ich sehe es doch. Okay. Alles klar. So, jetzt versuche ich den anderen. Warte mal, erstmal den Mistding hier vorbeilassen. So. Zack. Ist es wieder weg? Nee, da hinten ist es jetzt. Ich sehe es. So. Da ist es. Okay. Alles klar. Und da ist jetzt ein Teleporter. Hm. So. Ich speichere nochmal ab. So. Bekomme ich jetzt irgendwie den Teleporter da raus, so wie das Bruchstück? Oder bekomme ich irgendwie diese Wand hier weg? Die magische. Das ist hier die Frage. Hm. Okay, ich versuche das mal nochmal. Erstmal da drauf treten und dann da. Na? Na? Hier drauf treten und nee. Tja, nochmal und dann mit Geschwindigkeit vielleicht. Bin ich jetzt in diesen Transporter gerannt oder was? Ich weiß es nicht. Okay, also nochmal. So, zu diesem Zeitpunkt habe ich alle, ja, ich habe alle Bruchstücke. Gut. Das Ding ist noch nicht getreten. Ah ja, okay. Alles klar, gut zu wissen. Dann mache ich das mal. Zack. Jetzt muss ich hier erst wieder rauskommen. Ach. Ah, seht ihr, jetzt ist da der Schlüssel. Was auch immer das heißt. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Moment. Ist da, hat sich da was verändert? Nein. Ich sehe da nur hinten drinnen einen Teleporter. Sonst hat sich hier nichts verändert. Nee. Hm, okay. Da drauf treten. Hat sich irgendwas verändert? Jo, es ist offen. Oh, Gottes Willen. Mann, 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 Mann. Sekunde, ich speichere das jetzt erstmal ab hier an der Stelle.
So, weil ich will jetzt erst nochmal, bevor ich da jetzt reingehe, wissen, was passiert, wenn ich diesen Schlüssel da hinten nehme. Ob dann irgendwas passiert. Eins, zwei und rein da. Komm, 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 komm. Zack. Okay, und raus hier. Komm. Und weg, weg hier, weg hier, weg hier, weg, weg, weg. Ha, seht ihr? Jetzt ist das Mistding wieder da. Hab ich denn irgendwas eingesammelt? Nee. Nee, das ist ein Verwirrspiel. Haha, die wollen mich verwirren. Ha, also, nochmal laden. Nee, die wollten mich jetzt tatsächlich verscheißern. Nee, nicht mit mir. Okay, Mann, oh Mann, oh Mann, das ist aber auch verwirrend hier. Also, und weiter. Habe ich es geschafft? Ich habe es tatsächlich geschafft. Oh Gott, Level 7, ich fasse es nicht. Hey, Wow, das sieht ja hier wieder aus. Vom Allerfeinsten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, guckt euch das mal an. Das sind Katakomben. Ja, wie es hier weitergeht, meine lieben Freunde, das erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dann. Tschö mit Ö.